Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Wir können jetzt hier durch diese Treppen gehen. Kamen wir von hier an die Truhe? Ja, okay. Mit 20 Rubinen. Okay, sehr gut. Und somit haben wir jetzt, glaube ich, wirklich alle Truhen, ne? Hier gibt es keine Truhen mehr, wir waren in jedem Raum. Und dort ist nur noch der Bossraum. Alles klar. Ja, wir können jetzt hier konnten jetzt hier die Spinnennetze entfernen durch unseren schönen Krug, durch den magischen Krug. Und können uns zum Boss bewegen, Leute. Einmal bitte dort drüber. Und das gleiche nochmal von der Seite. Huah! So, ich glaube, hier haben wir nur Herzen drin, genau. Falls wir Herzen verloren haben. Aber wir sind full life und gehen zum Boss. Und der Boss ist ziemlich cool, finde ich. Das ist ein Witz. Ich liebe solche Bosse einfach. Das ist ziemlich witzig. Dieser Schleim ist halt in der normalen Welt, ne, als normaler Mensch, so ein bisschen kleiner als du. Allerdings, wenn wir ein Minish sind, ist er gigantisch. Weil wir sind ja winzig. Oh Gott! Und wie wir den Boss besiegen ist halt... Oh Gott. Oh! Indem wir unten den Stamm zerkleinern. Und jetzt... kommt er halt ins Schwanken. Kannst du jetzt mal... Oh, danke. Und... wir können ihn angreifen. Okay. Herzchen? Herzchen. Oh Gott. Okay. Und das ist eigentlich die Mechanik des Bosses. Einfach die ganze Zeit unten seinen Schleim wegsaugen, sag ich mal. Ah, okay. Und dann ja, warten, bis er umfällt. Jetzt hüpft er, glaube ich, zweimal, ne? Nee, doch nicht. Er ist schon schneller geworden. Komm, hüpf nochmal, danke. Jetzt hüpft er zweimal, was? Dreimal? Wow. Viermal? Ist jetzt okay? Oh, tue ich gar nicht mehr. Okay, wir schnappen uns kurz ein Herzchen. Alles klar, wir sind full life. Sehr gut. Und angreifen. Haben wir ihn? Wir haben ihn. Ui. Sehr geil, Leute. Und da kommt es. Das Erdelement. Es gehört uns. Erdelement erhalten. Das Erdelement enthält die Kraft der Erde, die Quelle allen Seins. Und ein Herzcontainer bekommen wir auch noch. So haben wir 5 Herzen, Leute. Und wir können den Dungeon wieder verlassen. Naja, das... gut, das Erdelement haben wir. Erzählen wir nun dem Ältesten davon. Machen wir. Und somit haben wir jetzt im dritten Part den ersten Dungeon geschafft. Alles klar. Oh, der Minish ist sogar wirklich weg. Das heißt, der dürfte jetzt wahrscheinlich safe in der Stadt sein, oder? Schätze ich jetzt mal. Was könnte sein? Hallo, wir haben das Erdelement. Oh, ihr habt das Erdelement gefunden. Du bist noch jung, aber deine Kraft und dein Mut sind beachtlich. Macht weiter so und sucht das nächste Element beim Gongolberg. Im Gongolberg lebt ein Mann namens Melter. Unter dem Minish ist nur er in der Lage, das Schwert erneut neu zu schmieden. Er wird das zerbrochene Schwert der Minish für euch reparieren. Ich werde ihn benachrichtigen. Passt gut auf euch auf. Okay. Machen wir. Oh, ein geheimer Durchgang. Geht dort entlang, das ist eine Abkürzung durch den Wald. Ja, der Älteste ist eine große Hilfe. Nun, dann bringen uns doch gleich zum Gongolberg. Mach ich. Okay, aber ich glaube, wir können hier noch ein bisschen was erledigen. Erstmal hier in dem Haus. Kriegen wir doch was Schönes von ihm, oder nicht? Grüne Kleidung und eine komische Mütze. Bist du vielleicht der Mensch Doki, der das Erdelement gefunden hat? Ja. Ist das so wahr? Ich habe schon von dir gehört. Ich bin Eureta, der Itemerfinder. Ich erforsche alle möglichen Werkzeuge. Du findest keinen Weg zur Stadt, weil alle Wege versperrt sind? Ich gebe dir etwas Feines, das dir bestimmt weiterhelfen wird.
Bombentasche erhalten und 10 Bomben gratis dazu. Räume damit alles Mögliche aus dem Weg. Dankeschön. Das ist sehr lieb von dir. Sehr gut. Da kommen wir nicht weiter, weil das ist ein Meer für uns. Diese kleine Pütze. Und ein Grabstein. Hä? Träger der heiligen Macht des Windes. Des Windes Flügel mögen nun auch dich tragen. Oh. Was war das? Es ist explodiert. Kindchen, guck mal da. Auf dem Boden ist dieses merkwürdige Mal. Was könnte das bedeuten? Ich habe leider selbst keine Ahnung. Sehr rätselhaft. Ah. Okay. Na gut. Es ist einfach explodiert, ey. Stimmt, und hier können wir später auch noch was machen, aber wir haben leider noch nicht die Möglichkeit dazu, denn das sind Pfützen. Also für uns Pfützen. In der normalen Menschengestalt. Und als kleiner Minisch ein Meer. Und jetzt sind wir wieder draußen aus dem Wald. Oh, herrlich. Ich glaube, wir nehmen erstmal den Weg über den Pilz. Okay. Erstmal das da freisprengen lassen. Oh. Zaubermuschel und ein Rubin. Genau, wenn wir jetzt auf deinen Baumstamm übrigens R drücken, während wir uns halt transformieren, dann können wir diese Sequenz überspringen. Hallo. Sieh doch dieses Fragment. Hast du schon mal eins gesehen? Was? Weißt du nicht, was Fragmente sind? Dann finde erstmal heraus. Okay. Okay. Dazu kommen wir später. Jetzt. Okay, hier haben wir erstmal noch einen Weg zum Bomben. Hier hinten ist nichts mehr. Alles klar. Oh, eine Schatztruhe. Mit 20 mysteriösen Muscheln. Wie gesagt, die mysteriösen Muscheln bringen uns jetzt noch nichts, beziehungsweise werde ich jetzt halt noch nicht nutzen. Was ist das? Hallo? Okay, dazu kommen wir auch später. Das ist jetzt für uns noch nicht relevant, dieser graue Fleck auf dem Boden. Und die Zaubermuscheln, wie gesagt, ja, kommen halt später. Da können wir jetzt noch nichts machen, beziehungsweise wir könnten schon was machen. Aber... Ey! Bin ich durch? Hallo? Ich bin Handwerker, Meister Muto. Wir reparieren die Stadt im Auftrag... Was? Wir reparieren die Stadt? Okay, im Auftrag des Königsteil von Hyrule. Geh weiter, mein Kind. Hier wird gearbeitet. Das ist gefährlich. Okay. Hallo. Hier wird in letzter Zeit so viele Monster. Das macht es wirklich schwer, hier alles wieder aufzubauen. Okay. Ah, was für ein Stress. Mit unserem Handwerkermeister ist nicht gut Kirschen essen. Kannst du mal kurz deine Planke da wegpacken? Nein, okay. Ja, die Zaubermuscheln werden jetzt ganz am Ende des LPs relevant. Aber sie zu sammeln ist halt immer schon mal eine gute Möglichkeit. Und die hier sind halt echt gute Geldfarmmaschinen eigentlich. Droppen sehr gerne mal Geld. Okay. Wo sind wir denn hier? Ich glaube, wir sind hier wieder bei unserem Haus, ne? Ja, das ist unser Haus. Oh. Und da sehe ich eine... Oh, 5 Bomben erhalten. Sehr geil. So, was haben wir hier? Hier unten ist nichts. Okay, das können wir schon mal kaputt machen. Die bleiben nämlich auch für immer weg. Und hier ist nochmal ein Grab. Träger der heiligen Macht des Windes Flügel mögen nur noch dich tragen. Oh, schon wieder so ein Mal. Ich erschrecke mich jedes Mal wieder, wenn so eine Tafel erscheint. Ja. Ich mich auch. Okay. Ja, wir können jetzt erstmal soweit, glaube ich, hier nichts machen, oder? Ich guck mich nochmal ein bisschen um. In unser Haus müssen wir nicht gehen. Was hier unten? Hier unten war auch irgendwas. Irgendwas, ich weiß nicht was. Okay, da ist eine kleine Ranke, die können wir jetzt minisch runtergehen. Aber die bringt uns nichts, denn die führt ins Wasser. Okay, und hier können wir leider auch noch nichts machen. Das wird erst... Oh, wann kommt das denn? Relativ spät, glaube ich. Bin mir aber gar nicht so sicher. Was ist hier drüben? Oh, hier ist eine Wand zum Bomben, alles klar. Rein, was ist hier? Oh, Feen. Feen sind natürlich nett. Eine Fee gefunden. Wir haben noch keine Flasche, ne? Schade. So, da drüben. Was ist denn da drüben los? Hier können wir noch nichts machen, ne? Nee. So, und hier drüben können wir auch nichts machen, genau. Unser einziger Weg, Leute, ist der Weg in die Stadt, den wir jetzt auch gehen werden. Und jetzt... Moment.
So, sorry, ich musste mich einmal kurz muten. Na, hallo, mein Freund. Komm ruhig näher. Sammle Glück, so viel du kannst. Glücksfragmente zum Beispiel. Passen die Fragmente, geschieht etwas Tolles. Unser kostenloses Angebot, Glücksbeutel zum Sammeln von Fragmenten. Einmalige Gelegenheit. Naja, ein Glücksbeutel für dich. Kinder bekommen heute einen umsonst. Du bekommst auch einen. Glücksbeutel erhalten. In ihm kannst du Glücksfragmente transportieren. Drücke Start und schaue dir den Inhalt im Statusmenü an. Oh. Fügt man zwei Glücksfragmente zu einem Glückssiegel zusammen, nennt man das Fragmenteverein. Das heißt, sind zwei Fragmente vereint, kommt das Glück herbeigeeilt. Ich habe ein Fragment in deinem Glücksbeutel gelegt. Lass es uns gleich ausprobieren. Siehst du jemanden wie mich, dann kannst du mit dem Fragmenteverein... kannst du mit ihm Fragmente vereinen. Drücke dafür L. Drücke, um das Fragment auszuwählen. Drücke A, um das Fragment zu vereinen. Hast du das verstanden? Ja. Moment, ich muss mir noch einmal kurz muten. Okay, L drücken. Genau, drückst L. Genau. Und jetzt können wir dieses Fragment vereinen. Ja, Glücksbeutel, okay. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Oh. Ah. Okay, das ist bei unserem Haus. So ist es richtig. Jetzt passt unsere, passiert uns beiden vielleicht etwas Gutes. Tschüss. Tschüss. Genau, und jetzt wollen halt ganz viele Leute auch Fragmente vereinen. Aber erstmal gehen wir hier in dieses Haus. Hallo? Oh! Ich bin Magnus, der Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja, bitte. Zunächst zeige ich dir die wichtigste Grundtechnik, die Wirbelattacke. Halte, erstens halte mit dem Schwert gelegten, halte den mit dem Schwert gelegten Knopf gedrückt. Zweitens warte, bis das Schwert aufgeladen ist. Drittens, lass den Knopf los, dann ist es verbracht. Ja, habe ich verstanden. Ausgezeichnet, du lernst schnell, doch Schwerttechniken muss man mit dem eigenen Körper lernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Nun also, die Marionettentechnik von Meister Magnus, seh und staune. 1, 2, 3, Marionette in unser Ei. Ui. So, nun versuche es selbst. Drücke, Knopf gedrückt halten, bis das Schwert aufgeladen ist und dann loslassen. Uah. Hervorragend, du hast Talent. Ich überreiche dir feierlich die Schriftrolle des Schwertkunst. Falls du eine Schwerttechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Du kannst sie dir jederzeit im Statusmenü ansehen. Das ist die Wirbelattacke erlernen, eine Technik von Meister Magnus. Okay. Mit deinem jetzigen Schwert kannst du keine weiteren Techniken lernen. Komm mit einem neuen Schwert wieder. Okay. Ja, und der hat uns, ich glaube, insgesamt sieben Techniken für uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay. 8 Techniken von Meister Magnus. Und dann gibt es noch zwischendurch ein paar Geheimtechniken. Ups, nein. Ja. Die können wir halt immer lernen mit verschiedenen Gegenständen oder so. Und, hallo, du stehst ein bisschen im Weg. Ich würde da gerne, danke. Oh, ganz viele Leute, hallo. Ich wollte mit dir reden. Ich sitze hier allein und entspanne mich. So gefalle ich mir am besten. Er könnte jetzt Fragment vereinen, aber ich besitze keine Fragmente, genau. Er hier auch nochmal. Du solltest mit möglichst vielen Leuten Fragmente vereinen. Ja. Hallo. Ich hörte, was? Hier hört man viele Gerüchte. Schau ab und zu mal vorbei. Hey. Alle entspannen sich, das ist so gut so. Hier kann man sich immer entspannen. So muss ein Café sein. Das stimmt, aber es gibt nur zwei Tische. Soll ich dir was erzählen? Regale kann man bewegen. Es gibt viele Dinge, die man schieben kann oder ziehen kann. Probier's mal aus. Okay. Cool. Hallo. Ach. Hallo. Ein Prosit mit Milch. Oder Prost? Was soll ich nur heute Abend kochen? Ich weiß es nicht. Aber wir brauchen Glücksfragmente, Leute. Wir brauchen Glücksfragmente. Die kann man jetzt halt einfach nur im Gras finden. Stadt ist friedlich, aber da draußen wimmelt es von Monstern. Geh doch mal zu Ayas Laden und sieh dir seine Werkzeuge an. Okay. Hallo? Oh! Hey, ich hätte gerne das hier. Geldbörse macht 80 Rubine. Da passen viel mehr Rubine rein. Ich habe keine 80 Rubine. Okay. Dann halt nicht. Was ist hier? Achso, das Haus ist leer, genau. Hallo?
Oh weh, die Hühner sind weg. Hilfst du mir dabei, sie wieder einzufangen? Klar. Na, zwei Hühner, 25 Sekunden. Nein, du brauchst nicht ein... Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob das hier ein Herzteil gab. Nach einer bestimmten Zeit. Doch, ich glaube schon. Ich weiß aber nicht, ob ich das heute alles mache. Ich mache nur ein paar. Erstmal. Hey, wir sind fertig. Und zwei Hühner eingesammelt. Ach komm, holen wir uns doch das Goldene hier. Ach nee, stimmt, das geht ja... Ach, was? Zeit ist abgelaufen, genau. Wir haben zwei Hühner eingefangen. Danke, hier zum Dank. 10 mysteriöse Muscheln. Das können wir jetzt ganz lange machen. Du hast 20 Rubine erhalten. Cool. Ja, wir helfen weiter. Das machen wir jetzt nicht den restlichen Part, aber wir machen es jetzt noch zweimal. Würde ich sagen, also das Mal und nochmal. Nochmal, würde ich sagen. Es gibt nämlich ganz am Ende, ich glaube bei zwei Hühnern in... Kann schon. Danke. Bei zwei Hühnern in 55 Sekunden, glaube ich, gibt es das Herzteil. Und die Hühner sind halt auch ewig weit weg. Okay. Sogar ein Goldenes dabei. Danke, hier zum Dank. 20 mysteriöse Muscheln. Und 70 Rubine. Alter. Jetzt müssen wir uns erstmal die... Geldbörse kaufen, weil sonst können wir keine Rubine mehr tragen. Wir kriegen jedes Mal halt irgendwas und Rubine. Geldbörse macht 80 Rubine. Ja, Mann. Jetzt können wir, glaube ich, 300 oder 500 Rubine tragen. Und es gibt den Boomerang. Wie viel kostet der? 300 Rubine. Ach, Mann. Aber ich glaube, den müssen wir uns auch gar nicht kaufen, weil es später einen gibt, den wir halt einfach bekommen. Die Hühner sind weg. Ja, einmal machen wir es noch. 4 Hühner in 30 Sekunden. Okay, Huhn Nummer 1. Okay, hier ist Huhn Nummer 2. Das lassen wir jetzt erstmal hier einfach so stehen. So, da mal hin. Zack. Huhn Nummer 2. Da unten ist das Huhn. Renn mal nach da. Dich wollen wir auch mitnehmen. Also die weißen Hühner hauen halt nicht ab von uns, wenn wir sie tragen, die goldenen schon. Jetzt haben wir 4 Hühner gesammelt und es ist vorbei. Danke, hier zum Dank. 20 mysteriöse Muscheln und 40 Rubine. Das ist schön, danke schön. So, gucken wir jetzt erstmal hier noch überall rein. Hallo, so viele Fragmente, die wir vereinen können. Guten Tag, was kann ich für dich tun? Meine Schwester ist nicht da, sie ist in der Schule. Oh, okay. Was ist hier? Hallo. Guten Tag, mein Bruder ist in der Schule. Ah. Hä, wir sind ja ein Kind. Die ganzen Erwachsenen, die ganzen Kinder sind ja für uns interessant, wie es aussieht. Das war ein heißer Kampf. Schade, dass unsere Kämpfer nicht stark genug war. Oh. Das Schwertkampfturnier war toll. Ich habe vor Aufregung laut gejubelt. Ah. Hallo? Ich möchte spielen, aber der Laden ist noch zu. Ich bin zu früh dran. Ja, das ist ein bisschen unlucky. Es ist... Okay, 18 Minuten haben wir. Wir können hier jetzt erstmal... einen Staub wegmachen. Jetzt kommt hier irgendwann ein... Ja, ein Boy hin, der halt irgendwas machen will. Hier kommen wir nicht rein, ne? Stimmt, die Tür ist verschlossen. Obst oder Gemüse? Was soll ich kaufen? Ich weiß es nicht. Seht her, schönes, frisches Obst. Okay, hier kommen wir, glaube ich, auch noch... Ja, genau. Ah, fürchte, hier ist noch geschlossen, genau. Schade. Und das hier bringt nichts. Hier ist... nur der... Schlaf... der Schuhboy. Frisches Gemüse von Caro und Toffel, mit Sorgfalt gezüchtet, sehr gesund. Angeblich sollen nur Kinder die Minish sehen können. Juhu, ich will Minish sehen. Okay. Einkauf macht Spaß, ah, ich muss doch Glücksbrot beim Bäcker holen. Ach genau. Hier können wir uns Brot kaufen. Schnupper, Schnupper. Lecker, das riecht aber lecker. Kann man hier etwas probieren? Frag doch mal nach. Hallo. Guten Tag, bring zur Kasse, was du kaufen möchtest. Okay. Ja, das wird etwas Leckeres. Okay, ich möchte gerne das Sandwich hier haben. Herzlich willkommen in der Bäckerei Krümel und Konditor. Ein Törtchenstück kostet 60 Rubine. Ja komm, wir haben 60 Rubine gerade übrig. Okay, und im Inneren war ein Glücksfragment. Das ist cool. Alles klar. So, mit irgendwem, wir konnten noch ganz viele Fragmente vereinen hier. Irgendwer muss doch hier... Weißt du? Er wollte sie hier nicht?
Und Sion wollte auch, ne? Wieso wollen die denn alle auf einmal nicht mehr? Irgendwer, komm schon, irgendwer will doch. Was? Nein. Ja. Ja, ich möchte Fragmente vereinen. Hab ich nicht, verdammt. Du wolltest auch, ne? Nicht mehr? Sie will noch, okay. Ja. Fragment vereint. Okay, der Bart ist gleich vorbei. Wo ist... Ah, okay, das ist links neben dem Schloss, alles klar. Ich glaube, da kommen wir so gar nicht hin, ne? Ich weiß es gar nicht. Genau, es ist da oben im Schloss. Das passt. Es geschieht ja was Gutes. Ja, tut es. Okay. So, der Part ist jetzt eigentlich vorbei. Ich weiß nicht, ob ich noch die restliche Stadt erkunden sollte. Hallo? Wenn diese Glocke erklingt, wird in Hyrule etwas passieren, sagt man. Das ist ein kleiner Hinweis für später, Leute. Alles klar. Ja, wir reden mit dem Rest der Stadt im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns an dieser Stelle hier bei das nächste Mal wieder. Haut in der Rhein!